Nach seinem überraschenden Rücktritt hat Matthias Mayer heute erstmals über seine Beweggründe gesprochen. Der 32-jährige Kärntner dementierte Gerüchte über psychische Probleme und schloss auch ein Comeback nicht gänzlich aus. Mayer bereut den Rücktritt nicht, geht viel privat Skifahren, genießt die Freizeit mit seiner Frau Claudia und so soll es auch bleiben, zumindest vorerst. Comeback hin und her, natürlich wäre es öfters gefragt. Es war super, dass du wieder zurückkommst. Für heuer, für diese Saison gibt es sicherlich kein Comeback. Was wohl bedeutet, dass eine Rückkehr in fernerer Zukunft nicht ausgeschlossen ist? Immerhin wartet 2025 die Heim-WM in Saalbach-Hinterklemm. Ich lasse mir alles offen, alle Optionen. Und zurzeit genieße ich einfach mal das. Schau mal die Skirennen vom Fernseher an. Dass psychischer Stress oder gar ein Burnout ausschlaggebend für seine Entscheidung war, lässt Mayer nicht gelten. Es ist nach wie vor sehr, sehr anstrengend, das ist ganz klar. Aber ob es jetzt auf dem Punkt wirklich zu viel geworden ist, würde ich nicht sagen. Also auch die Gerüchte mit dem Burnout haben nicht gestimmt. Gerüchte sind Gerüchte, wie gesagt, also sie stimmen nicht mehr. Aber vielleicht ist die mögliche Rückkehr in den Skizirkus bald mehr als ein Gerücht.